Am Sonntag wird gewählt. Wir schauen, was uns dann blühen wird nach der Bundestagswahl. Vor allem ein Thema Euro-Rettung. Unser Studiogast heute ist Dr. Gertrud Raut, Chefvolkswirtin der Helaba. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Viele Leute rechnen ja damit, dass es nach der Wahl einen potenziell deutlichen Kurswechsel in der Euro-Rettungspolitik gibt. Was ist Ihre Erwartung? Also es kommt natürlich schon darauf an, wie das Wahlergebnis ausfällt. Im Moment sieht es so aus, dass die aktuelle Koalition weitergeführt wird, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch die Politik unverändert bleibt. Die nächste Variante, die meines Erachtens die wahrscheinlichere ist, also als zweitwahrscheinlichste, ist die Große Koalition. Und da könnten schon Änderungen kommen, weil die SPD andere Vorstellungen hat. Sie möchte mehr sogenannte Solidarität, sie möchte mehr Vergemeinschaftung. Sie denkt über Schuldentilgungsfonds nach, sie denkt über eine gemeinsame Fiskalpolitik nach. Weniger Druck auf die Länder machen, also da könnte sich schon etwas ändern. Und das dritte Szenario, das jetzt gar nicht erwähnt lassen, das aber trotzdem noch möglich ist, eine rot-grüne oder eine rot-rot-grüne Koalition, was würde da passieren? Also da wäre der Schwenk tatsächlich eher eine substanzielle Änderung. Es wird dann nicht unwahrscheinlich, dass wir Eurobonds bekommen und dass tatsächlich mehr Transfers von Deutschland auch in die anderen Länder gehen. Ganz erstaunlich ist ja die Entwicklung an den Kapitalmärkten, wenn man sich die Börsen in den Euro-Peripherieländern anschaut oder die Spreads. Das ist ja alles eigentlich für die Euro-Peripherieländer gut gelaufen in den letzten Wochen und Monaten, obwohl sich weiter verdichtet hat, dass Frau Merkel Kanzlerin bleiben wird. Die Märkte rechnen also offenbar damit, dass Frau Merkel Kanzlerin bleibt und trotzdem den Geldsack aufmachen wird nach der Wahl. Liegen die falsch? Also es ist natürlich unsere deutsche Sichtweise, dass die Entwicklung in Deutschland maßgeblich für alles ist, was auf dieser Welt passiert. Aber ich glaube, wesentlich ist im Moment die Weltkonjunktur, sowohl in China als auch in den USA und dann auch bei uns. Wir sehen den Schwenk in der US-Notenbankpolitik seit Mai dieses Jahres und wir sehen zum Glück eine deutliche Besserung in der Konjunktur, weil die Eurozone im zweiten Quartal die Rezession hinter sich gelassen hat. Wenn man sich die großen Themen anschaut, Bankenunion, Bankenrekapitalisierung, Eurobond, Schuldenschnitt, ist ja sehr evident, dass Frau Merkel und Herr Schäuble in den letzten Monaten da sehr stark gebremst haben, um auch vielleicht auch diese Themen über den Wahltag hinaus ein bisschen low-level kochen zu lassen. Man wird ja diese Themen irgendwann wieder auf den Tisch bekommen. An welcher Ecke glauben Sie, dass die Bremsen von möglicherweise einer neuen deutschen Regierung als erstes gelockert werden? Schuldenschnitt in Griechenland zum Beispiel? Also Schuldenschnitt in Griechenland, dieses Thema ist oder die nächste Tranche, mögliche nächste Tranche für Griechenland ist schon auf das Tablett gekommen, dass Griechenland im nächsten Jahr noch mal Geld braucht, hat sowohl Schäuble als auch Merkel zugegeben. Ich glaube, man wird keinen klassischen Schuldenschnitt machen, aber man wird Erleichterungen machen, Zinsstreckungen, Schuldentilgungsstreckung. Also das ist sicherlich etwas, wo auch die aktuelle Koalition, wenn sie wieder gewinnt, nachgeben würde. Würde sich irgendwas ändern an der deutschen Politik, wenn die AfD in den Bundestag kommt, selbst wenn es eine große Koalition gibt? Dann würde der Druck steigen, tatsächlich mehr Kante zu zeigen. Also die AfD hat ja ein sehr interessantes, aber meines Erachtens nicht realisierbares Konzept, weil sie sagt, wir machen einen neuen Währungsraum, nach welchen Kriterien auch immer. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Eurozone lassen nicht zu, dass man jemanden rausschmeißt. Also müsste jemand freiwillig rausgehen. Aber wir sehen, es ist eher so, dass die Eurozone attraktiv ist, dass immer mehr rein wollen, als dass freiwillig jemand rausgeht. Und deswegen glaube ich, dass der Ansatz der AfD nicht funktioniert. Es sei denn, sie würden fordern, dass Deutschland rausgeht. Aber das haben sie mittlerweile auch erkannt. Das würde für uns zu teuer und auch zu risikobehaftet sein. Das ist hier gefühlt eine der wenigen Ökonominnen, die nicht in der Partei sind, beziehungsweise deren Linie vertreten. Ja? Auch mal ganz interessant. Was aber die große Frage natürlich ist, wenn man jetzt die Eurozone noch über ein paar Jahre weiter zusammenhalten muss, bis sich vielleicht die wirtschaftlichen Probleme auch einigermaßen gelöst haben, das wird ja Geld kosten. Und egal in welcher Form es kommt, werden ja auch die Kosten für Deutschland auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen höher werden als zuletzt. Wäre das dann überhaupt finanzierbar oder bezahlbar, zum Beispiel für den deutschen Haushalt, der noch mit der solideste ist in Europa? Also was wir vergessen ist, dass die Konjunktur das eine ist und das Strukturprobleme das andere und dass der Druck auf die Länder bleiben muss, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Und die Linken oder die eher linken Parteien sind der Meinung, dass die Probleme verschwinden, wenn man den Druck wegnimmt
Und wenn wir mehr Transfers leisten, dann sieht man sofort, wir müssten mehr zahlen. Und dann frage ich mich, wie man das Problem lösen kann. Der Merkel'sche Ansatz, den ich sehr begrüße, ist zu sagen, wir unterstützen euch temporär, aber ihr müsst auch alleine wieder auf die Füße kommen. Und das ist das, was im Moment auch passiert. Meines Erachtens hätte die Regierung sogar noch ein bisschen tougher sein können. Weil diese Idee, dass wir permanent unterstützen, dass dieser Gedanke überhaupt in manchen Ländern aufkam. Wir hatten das in Griechenland im letzten Jahr mal, als diese Idee kam, oh, dann treten wir doch aus, bis klar wurde, bis die Partner gesagt haben, wenn ihr raus wollt, dann geht doch. Also, nee, wir haben das nicht so gemeint. Was wichtig wäre aus meiner Sicht, und das ist eine Fehlentwicklung in der Eurozone, die auch viele Politiker meines Erachtens nicht sehen, der Druck mehr auf der fiskalpolitischen Seite zu harmonisieren und dass man damit Probleme löst. Das, glaube ich, haben die meisten Politiker im Kopf. Wir machen eine Währungsunion und irgendwann kommt die Fiskalunion und dann sind wir alle gleich. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich tatsächlich eine Transferunion und es gibt keine Wettbewerbsaspekte mehr. Und das ist die Fehlkonstruktion der Währungsunion, dass der Druck auf die Fiskalpolitik bleiben muss, weil das einzige Anpassungsinstrument ist, was man noch hat. Deswegen hoffe ich, dass wir keine Fiskalunion bekommen und dass alles nach Brüssel zusammengeführt wird. Eine Anschlussfrage, die formuliere ich aber schon im Rahmen der drei Fragen von Finance TV. Dann müssen Sie die mit Ja oder Nein beantworten. Und zwar die Frage lautet, werden die Reformbemühungen der Regierung in der Eurozone nach der deutschen Bundestagswahl spürbar nachlassen? Nein. Sind die Erwartungen der Märkte an die Zugeständnisse einer neuen deutschen Regierung nach der Wahl zu hoch? Nein. Wird es nach der Wahl in Deutschland auf breiter Front Steuererhöhungen geben, um die Lasten der Eurokrise zu schultern? Es hängt natürlich vom Wahlergebnis ab. Wenn die aktuelle Koalition gewinnt, wird es keine Steuererhöhungen geben. Wenn wir eine große Koalition bekommen, werden wir auch Steuererhöhungen bekommen. Das ist eine klare Aussage. Sie wissen wahrscheinlich schon, was Sie wählen. Viele andere von uns auch. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wir sind gespannt, was passiert. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Gehen Sie am Sonntag wählen, stimmen Sie mit ab und dann gucken wir alle mal, was uns dann dabei blüht. Danke für Ihnen fürs Zuschauen und bis bald mal wieder. Tschüss.